Morgen und hallo. Gleich bei uns unsere neue Formel 1 Hoffnung. Der österreichische Sebastian Vettel, möchte ich mal jetzt so sagen. Sandro Lukowitz. Ich bin gespannt. Bisher hat er ja alles gewonnen. Er ist gleich bei uns und ich freue mich schon. Guten Morgen, Österreich. Was war das für eine spannende Formel 1-Saison 2010? Ein österreichisches Team hat gewonnen. Leider war kein österreichischer Fahrer drinnen. Jetzt kann sich das alles ändern. Bei uns die Nachwuchshoffnung schlechthin, Sandro Lukowitsch. Ja. Guten Morgen, grüß dich, hi. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. In der Kart-Liga, wenn man das so sagen kann, hast du irgendwie echt alles in Grund und Boden gefahren. Jetzt bist du in der Formel Renault, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ja. Wie kommt man als junger Bursch, kann ich das mal so sagen, als junger Mann, denn zum Motorsport? Also alles hat da angefangen vor 8 Jahren. Mhm. Da bin ich wahrscheinlich wie die meisten hobbymäßig in der Karthalle gefahren. Mhm. Und nach einem halben Jahr circa einfach nur herumgefahren und hat mich ein Manager dort gesehen, der so einen Kinderkartclub damals gehabt hat. Ja. Hat gefragt, ob ich schon mal früher gefahren bin. Hat mein Vater gesagt, nein, eigentlich nur auf der PlayStation zu Hause. Ja. Dann hat er gesagt, ja, wieso probiert das nicht einmal bei mir im Kinderkartclub und dann schauen wir weiter. Habe ich dort halt angefangen. Ja. Und so hat das halt Ganze begonnen. Du hast eigentlich relativ spät begonnen mit dem Kartfahren, weil ich weiß ja aus Kreisen, dass zum Beispiel Alonso oder Sebastian Vettel, die haben schon mit 5 oder 6 Jahren Kartfahren angefangen. Mhm. Wieso so spät erst? Stimmt, ich habe halt wie die meisten mit Fußball begonnen, habe 2 Jahre lang gespielt und dann habe ich erst mein richtiges Talent erkannt. Bisschen spät, aber doch noch früh genug. Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Formel 1 und dieser Formel Renault für alle, die sich mit Motorsport nicht ganz so gut auskennen? Also der grobe Unterschied ist einmal die Pferdestärke. Mein Auto hat nicht so viel wie die Formel 1 und halt die Aerodynamik ist nicht so am Niveau von der Formel 1. Wie viel PS hat denn so ein Auto? Also meins hat 220. Okay, hast ja nicht, so. Das ist ja so wie dein Auto. Passt schon. Nein, aber Formel Renault grundsätzlich, das sind alles gleichwertige Autos, nicht so wie in der Formel 1 unterschiedlich. Genau, also der Motor ist komplett gleich, die Chassis vom Auto, alles dasselbe. Das heißt, es kommt nur aufs fahrische Können an? Und das Wichtigste ist der Ingenieur, wie du mit ihm zusammenarbeitest. Das heißt, mein Ingenieur ist sozusagen meine rechte Hand. Deine beste Freundin? Genau. Du möchtest allerdings schon in die Formel 1, gell? Das ist schon dein großes Ziel. Ja, das ist, glaube ich, von jedem und meins genauso. Also. Was muss man denn mitbringen, um Formel 1-Fahrer zu werden? Also was man mitbringen muss, ist einmal Potenzial. Da die Stärkung, Rückenstärkung und das wird mir im Moment geboten, am meisten von meinem Vater und überhaupt von meiner Familie. Und ein Koffer voller Geld. Das ist das Wichtigste. Ja, genau, das ist das Wichtigste, das oder? Das ist das Wichtigste, ja. Das ist ja leider Gottes, man braucht viele Sponsoren, damit man da überhaupt mal reinkommt, ne? Ja, das Problem ist im Moment ist nicht so leicht, das Ganze zu finden, also ein Sponsor, der so einen Betrag bezahlen kann. Wir haben hier ein junges Talent, wenn Sie Sponsoren finden sollten, ja, melden Sie sich bei uns. Gibt es persönliche Vorbilder? Also welche Formel-1-Fahrer ist denn so dein absolutes Vorbild, dein Idol? Gibt es da jemanden? Also mein absolutes Idol ist Ayrton Senna. Mhm. Der ist verstorben, ist schon lange her. Der ist mein Idol, also von seinem Stil her, was der damals konnte, genau. Du bist jetzt 19? Ja, bin ich. Das heißt, in 2 Jahren sehen wir dich in der Formel 1? Hoffe ich, ja. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja. Ich bin ein riesengroßer Formel-1-Fan und ich hoffe, du sitzt dann in einem spitzen Auto, nicht in so einem Virgin oder so, in einer Kiste oder so. Nein, wir glauben an dich. Und jetzt haben wir eine Bitte an dich. Wie würdest du diese Kerze ausblasen? Ja. Ganz normal blasen. Ganz normal. Aber es gibt da viele kreative Ansätze und Andi Seidel hat die parat in wenigen Minuten. Bis gleich.